Jo Leute, was geht? Freunde, wir sind mal wieder mit Michael in GTA 5 unterwegs und Leute, ihr werdet es nicht glauben, wir haben gerade Post bekommen und zwar von Franklin. Ja, ihr habt richtig gehört, Franklin hat uns einen Brief geschickt, das erste Mal ehrlich gesagt, dass wir einen Brief von Franklin bekommen haben und es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Brief und deswegen, Leute, lesen wir uns den zusammen mal durch. Franklin, Clinton und Celeste, du bist herzlich eingeladen zu meiner Hochzeit, Michael. Leute, Franklin wird einfach heiraten in GTA 5, ich glaub's nicht. Morgen um 12 Uhr beginnt die Zeremonie, du sollst mein Traumzeuge sein. Hier dann noch die Adresse, wo die ist. Um ehrlich zu sein, ich glaube das gar nicht, dass Franklin einfach so Leute einfach heiratet morgen schon, ne? Das ist unglaublich. Wir haben nicht viel Zeit. Ich habe mir persönlich schon meinen Anzug ausgesucht, denn ich werde das Ganze planen zusammen mit ein paar Kollegen, Leute, damit wir das Ganze noch auf die Beine stellen, weil ich weiß gar nicht, wie weit Franklin dabei ist. Deswegen, Leute, holen wir uns erstmal unser Auto. Aber, Freunde, habt ihr euch schon mal Folgendes gefragt? In den jungen Jahren, wenn man jung erwachsen ist, Leute, muss man sich mit den neuen Dingen des Erwachsenenseins auseinanderleben und dazu gehören natürlich Versicherungen und vieles, vieles mehr. Klar, ich meine, wir wissen alle, eine Krankenversicherung ist wichtig und auch eine Kfz-Versicherung. Aber was kommt dazu noch, Leute? Private Haftpflicht, Hausrat, Altersvorsorgen, Zahnzusatzversicherung. Was gehört dazu, Leute? Was brauche ich genau? Und da bin ich nicht alleine, wenn ich dazugeben muss, dass das wirklich sehr, sehr kompliziert und auch aufwendig ist. Aber es kann auch super einfach sein, Leute. Und zwar mit der App Clark, Leute. Also Clark ist quasi euer Begleiter und schaut euch eure Versicherungen an, sagt euch, welche Versicherungen ihr vielleicht noch braucht und es ist auf jeden einzelnen Bedarf zugeschnitten. Und das finde ich sehr, sehr cool. Dazu gibt es den sogenannten Clark-Bedarfscheck. Ihr könnt sagen, Leute, was ihr seid, wer ihr seid, ob ihr alleine wohnt, ob ihr eine Eigentumswohnung habt. Ich zum Beispiel sage, ich habe meine eigene Eigentumswohnung. Dann habe ich auch nicht vor, meine Immobilie zu finanzieren, also jetzt irgendwie Miete einzukassieren. Ich will hier weiter wohnen. Dann habe ich auch ein Auto und keine weiteren Sachen. Habe ich Kinder? Nein. Und was mache ich beruflich? Ich bin selbstständig. Und hier ist Folgendes, was ich rausgefunden habe. Die Clark-App hat mir mitgeteilt, dass ich relativ unterversichert bin, Freunde. Und zwar zum Thema Rechtsschutzversicherung, was natürlich auch ein sehr wichtiges Thema für YouTuber ist. Ich weiß gar nicht, warum ich keinen Rechtsschutz bis jetzt habe. Aber ich kann sie übrigens auch über die Clark-App, Leute, abschließen. Und was auch wichtig ist, diese App ist und bleibt für immer kostenlos. So, was habe ich? Private Krankenversicherung, Unfallversicherung, okay, Berufsunfähigkeitsversicherung, Reiseversicherung, okay, und hier fehlen mir noch einige. Und im Thema Altersvorsorge bin ich leider auch noch sehr schlecht aufgestellt. Aber ich denke, die Clark-App wird mir da auf jeden Fall weiterhelfen. Dazu vergleicht Clark über 160 Anbieter von Versicherungen, um euch den besten Preis und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzugeben, je nachdem, ob ihr wirklich sehr wenig für eure Versicherung ausgeben wollt oder halt ein bisschen mehr für viele Vorteile. Also ich muss sagen, Clark ist wirklich jetzt ein treuer Begleiter meines Lebens geworden und ich finde, damit ist Versicherung und das Thema viel, viel einfacher geworden, muss ich sagen. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich, Leute, wer sich frisch mit dem Thema Versicherung auseinandersetzt, sich die Clark-App, Leute, kostenlos herunterzuladen. Ach so, vergesst übrigens dabei nicht, den Code IDZOCK einzugeben. Erhaltet ihr die Möglichkeit, Leute, pro Versicherung, die ihr bei Clark App eintragt, 15 Euro zu erhalten. Und das könnt ihr mit bis zu 3 Versicherungen machen. Also könnt ihr bis zu 45 Euro in Amazon-Gutscheinkarten erhalten. Und das gilt für Deutschland und Österreich. Also ich werde mir in Zukunft, Leute, auch um das Thema Altersvorsorge und um die Rechtsschutz noch mehr Gedanken machen. Und ich glaube, ich werde sie auch bei der Clark App dann einfach einreichen, weil es einfach super einfach funktioniert. Deswegen checkt gerne die Clark App aus, Leute. Swipe dazu nach oben und vergesst den Code nicht, damit ihr eure Amazon-Gutscheine erhalten könnt. So, nice, Leute. Nices Auto haben wir hier übrigens, den Pegasito Russo. Ein sehr, sehr schönes Auto. Und ich glaube, mit denen kann man die ganzen Planungen schnell machen. So, Michael, beeilen wir uns, dass wir zu Franklin schnell kommen. Morgen 12 Uhr. Wie viel Uhr haben wir jetzt, Leute? Wir haben 13.07 Uhr. Also nur noch 23 Stunden Zeit bis zur Zeremonie. Und Freunde, wenn ihr Franklin da auf jeden Fall diese Hochzeit gönnt, dann lasst doch gerne ein Like da auf dieses Video. Und vergesst nicht, diesen Kanal gerne kostenlos zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Okay, Franklin, mach die Tür auf. Ach, hier ist die Klingel. Mach die Tür auf, Franklin. Franklin? Hä? Franklin? Okay, Leute. Irgendwie geht Franklin nicht an die Tür. Ist er denn überhaupt zu Hause? Franklin! Franklin, bist du hier? Ich sehe zumindest Job nicht hier. Franklin? Bist du da? Leute, der pennt einfach noch. Franklin, Junge, steh sofort auf. Morgen ist deine Hochzeit. Steh auf, du musst mir einiges erklären. So, Franklin, erstmal, ey, herzlichen Glückwunsch zu deiner Hochzeit. Du hast mir heute erst die Einladung für morgen geschickt. Das ist ja übelst kurzfristig. Hast du irgendwas geplant? Ah, perfekt. Das heißt, du hast gar nichts. Du hast keinen Anzug, du hast keinen, du hast die Location nicht. Du hast auch noch nichts für die Flitterwochen gebucht. Also irgendwie noch gar nichts, nicht wahr? Wie kannst du denn dann heiraten, wenn du noch gar nichts fertig hast? Okay, Franklin. Michael, ich brauche noch einen Anzug. Ja, ich weiß, dass
dass du einen Anzug brauchst. Du brauchst aber noch den anderen Stuff. Das heißt, für den Anzug kümmern wir uns beide. Und um die Zeremonie und die Location, dass das alles schön geschmückt wird, da kenne ich einen, Leute. Und zwar Fabian. Der ist nämlich sehr leidenschaftlich, was sowas angeht. Und der ist da wirklich mit so Zeremonien sehr, sehr gut. Und mit Yoga auch. Okay, Franklin, dann folgt mir mal gerne nach oben. Wir beide werden dir jetzt erstmal einen schönen Anzug zusammen kaufen. Ich glaube das ja einfach nicht. Du heiratest morgen und ich weiß noch nicht mal mit welcher Frau. Eine gewisse Celeste oder so. Habe ich persönlich noch nie gesehen, noch nie gehört. Aber ich denke, wir werden sie morgen kennenlernen. Erst am Tag der Hochzeit lernen wir die Frau kennen. Franklin, wo bist du denn? Franklin, sag mal, wo... Ach, der kommt jetzt hier rüber über den Balkon. Schnell einsteigen, Junge. Ganz schnell, okay? Bin ein bisschen sauer auf dich. Du hast dich überhaupt nicht vorbereitet auf deine Hochzeit. So, wir fahren jetzt erstmal zum Anzuggeschäft. Und dann suchen wir dir den schönen Anzug. So, okay. Hier sind wir angekommen. Ponzo Piss meine ich natürlich. Okay, bezahl du die Parko, Franklin. Ich gehe da schon mal vorher rein. So, guten Tag, junge Lady. Wir brauchen erstmal einen schönen Bräutigamsanzug. Haben Sie da irgendwas? Okay, haben Sie vielleicht was Passendes dafür? Diesen jungen Herrn, der morgen verheiratet ist? Ja, ich glaube schon. Okay, Franklin. Da würde ich sagen, such dir erstmal etwas Gutes aus, dann bewerte ich das. Ja, Franklin. Also, wenn du dich bei Schlag den Star bewerben würdest, wäre der Anzug nicht schlecht. Aber für eine Hochzeit ist das nichts. Mal im Ernst. Ich finde den Anzug schön. Ja, ich weiß, dass du den Anzug schön findest, aber ich finde, der ist nicht passend für eine Hochzeit. Deswegen raus da, hol dir einen anderen. Oder weißt du was? Ich suche für dich einen aus. Eine Ewigkeit später. Na also, Franklin, sieh dich doch mal an. Das ist doch mal wirklich perfekter Anzug. Leute, was meint ihr zu dem Anzug? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde, der ist wirklich perfekt. Dieser blaue Stil mit den Schuhen. Ich finde, der ist sehr, sehr gut gelungen. Was meinst du? Na also, Leute, Franklin lächelt. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Okay, dann machen wir uns als nächstes auf zur Location. Fabian hat gemeint, er kümmert sich alles. Das wird zwar relativ teuer werden. Er meint, es kostet dann $50.000, dass man das in einem Tag so schnell schafft. Mal gucken, was uns $50.000 wert sind für eine gute Zeremonie. Okay, dankeschön. So, dann gehen wir mal hin und erstmal ab ins Auto, Leute. Boah, Franklin, du bist mir im Ernst echt eine Erklärung schuldig. Ich meine, wie lange kennst du sie? Wer ist sie? Was macht sie? Du bist nicht sehr gesprächig. Er ist ziemlich ruhig. Ich glaube, der ist glücklich, dass er morgen verheiratet ist. Na gut. Oh mein Gott. Leute, schaut euch mal an, wie schön dieser Ort ist. Vor allem diese ganzen Bäume. Das sieht echt traumhaft aus. Oh mein Gott, ist das schön. So, okay, der rote Teppich ist hier ausgelegt und dort steht Fabian. Ja, Fabian, wir sind's, Franklin und Michael. Wir beide sind hier und schauen uns das genau an, was man aus $100.000 kriegen kann. Ey, was ist denn hier los? Warum ist hier jemand unterwegs? Okay, sieht soweit aus, als wäre alles super organisiert. Also für die $50.000 kann man sagen, hat Fabian wirklich einen guten Job geleistet. Alles ist hier, Leute. Hier ist Musikanlage, da ist der Altar mit einer schönen Statue. Hier sind die beiden Stühle, Leute, für die Bräutigam und Braut. Und da, glaube ich, die Trauzeugen. Ich glaube, Michael wird dann hier sitzen, zusammen mit der Familie. Ja, ich glaube, das ist alles perfekt, Franklin. Was hältst du davon? Ich glaube, der ist begeistert, Leute. Der ist begeistert. Er musste gar nichts machen. Am Ende schuldet er mir nur das Geld dafür, dass es, wie viel das gekostet hat. Und da sind sogar noch Kerzen. Hier wird dann gesprochen. Und ich glaube, da hinten findet dann die Aftershow-Party statt, wenn es die gibt. Also die nach Aftershow, Leute. Ich meine natürlich, nach der Hochzeit gibt es hier das Essen. Der Gärtner bereitet hier schon erstmal noch ein bisschen was vor. Und hier ist, Leute, der Altar. Ich meine hier die Bar, ein bisschen Sekt, Leute, alles zum Anstoßen. Da ist schon einiges dabei. Es fehlt nur die Torte, aber ich glaube, die Torte, die muss noch nicht hier sein. Es ist sehr, sehr warm draußen. Ich glaube, die würde nicht mehr so lecker schmecken. Okay, ich glaube, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, Freunde. Alles klar, Leute, der Tag neigt sich jetzt schon langsam dem Ende zu. Ich denke, wir fahren jetzt einfach nach Hause und dann, dieses Auto werde ich übrigens... Franklin, komm mal her kurz. Guck mal, wir sind so gute Freunde die ganze Zeit. Für den Abend oder für das Wochenende... Für die Flitterwochen, die du mit deiner neuen Frau unterwegs bist, werde ich dir dieses Auto zur Verfügung stellen. Und damit kannst du dann... Wo läufst du hin? Franklin! Ach so, er läuft einmal um den kompletten Block herum. Franklin? Wo ist denn der hin? Was ist denn mit Franklin los? Ich glaube... Ach so, der rastet komplett aus, Leute. Franklin rastet komplett vor Freude auf. Yeah. Yo, ich glaube, er freut sich so sehr, dass ich ihm das Auto ausleihe für diese Flitterwochen. Oh mein Gott, okay. Franklin, mach was draus, okay? Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Oder bring du mich mal nach Hause.
So, aufstehen, Leute, aufstehen. Die Zeremonie beginnt bald. Familie de Santa, versammelt euch alle unten. In 10 Minuten sind wir unten und fahren dann zur Hochzeit. Okay, dann schauen wir mal, wie sich der Familie so rausgeputzt hat. Ey, Amanda. Amanda hat auf jeden Fall das krasseste Outfit, muss ich sagen. Dann dich gefolgt von Jimmy und zum Schluss Tracy. Tracy, das ist kein normaler College-Aufenthalt oder normaler Schultag. Das ist schon was Besonderes. Warum hast du nicht irgendwie was Besonderes wie deine Mutter angezogen, oder? Also sogar Jimmy hat einen Anzug an, okay? Mit so einer kleinen, kurzen Hose. Aber immerhin passt das für die Location. Tracy, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Egal. Ihr kommt jetzt alle mal mit. So, wir haben nicht viel Zeit, Leute. 11.07 Uhr. Oh mein Gott, wir sind spät dran. Wir sind ganz schön spät dran. Steigt schnell alle ein. Alle schnell einsteigen. Amanda, Tracy, hopp, rein ins Auto. Rein ins Auto. So, Amanda. Ja, okay. Tracy sitzt vorne. Na gut, dann sitzt halt die Mutter hinten. Naja. Oh mein Gott, hoffentlich schaffen wir das noch pünktlich, Leute. Ich muss mich beeilen. Oh Mann, wir haben alle ein bisschen verschlafen. Auch wenn ich mir den Wecker gestellt habe. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, dass wir uns jetzt beeilen müssen. Na los, hoffentlich sind die Gäste da. Ich weiß gar nicht, wie viele Gäste kommen werden am Ende. Aber ich glaube, darum hat sich Fabian gekümmert für die 50.000. Okay, wir sind jetzt angekommen, Freunde. Ich bin so gespannt. Oh mein, die ganzen Leute sind schon da. Wir haben ehrlich gesagt ein paar zu viele Stühle gebucht, aber es sind alle Gäste da. Wir haben, Leute, einmal Dave Norton, dann haben wir den nervösen Ron, den Chefkoch. Den einen Typen kenne ich gar nicht. Ich glaube, das ist ein Angehöriger von der Braut. Meine Familie auch schon hier treu am Sitzen. Für mich ist der Platz reserviert. Hier ist Franklin. Da ist der Priester. Und hier haben wir Lamar. Trevor, du bist auch gekommen. Wobei, Leute, mir ist egal, ob Trevor einen Anzug anzieht oder nicht. Immerhin hat er eine frische Uhr angezogen. So, Denise ist am Start. Dann, oh mein Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Wait. Raid oder so war das, glaube ich. Fabian, wirklich, ich muss sagen, Props an dich. Nice Organisation, dass das alles so schnell geklappt hat. Und ich glaube, die gehören zu dieser Familie. Ich glaube, die gehören. Und Solomon und Simeon? Simeon gehört irgendwie auch zu dieser Frau. Ich weiß nicht, woher Franklin sie kennengelernt hat, aber gut. Okay, ich sitze jetzt neben der Familie und wir warten auf eine Person. Wir warten auf die Frau oder die Braut von Franklin. Ich habe sie bis heute nicht gesehen. Ist sie wirklich echt Franklin? Weil so langsam habe ich das Gefühl, dass hier ist eine Fake-Hochzeit. Kommt sie denn überhaupt? Sie ist schon zu spät. Amanda, kommt dir das nicht auch ein bisschen komisch vor? Sie ist einfach immer noch nicht da. Okay, und wir haben schon 12.07 Uhr. Das gibt es nicht. Die Musik spielt schon ab und immer noch nicht die Frau. Und Franklin, Leute, der tut mir so leid. Guckt ihn euch an, Freunde. Franklin wartet die ganze Zeit darauf, dass sie kommt. Vielleicht ist sie im Stau gestanden oder so. Ich weiß es nicht. Naja, hoffentlich ist die Hochzeit jetzt nicht abgeblasen, weil die nicht kommt. Oh mein Gott, ich glaube, da ist sie, Leute. Seht ihr diese am Baum? Ich glaube, sie ist unterwegs. Franklin, du hast also doch nicht gelogen. Du hast wirklich eine Frau. Da kommt sie, Leute. Oh mein Gott, es ist soweit, Leute. Wir werden sie endlich sehen. Wer ist es? Wer ist die Frau? Wer ist diese Celeste? Oh mein Gott, ich bin so gespannt, Leute. Oh, Junge, Junge, Junge. Das Outfit sieht krass aus. Es sieht wirklich krass aus. Und sie sieht auch ganz gut aus. Oh mein Gott, sie ist da, Leute. Sie ist angekommen. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Oh, jetzt geht's los, Leute. Jeden Moment müssen die Worte fallen. Ich bin schon gespannt. So. Oh, ja, ich will. Sie sagen es, Leute. Sie sagen den Schwur. Sie sagen das Versprechen. Hiermit ernenne ich sie zu Mann und Frau. Yes! Einmal klatschen, Leute. Einmal alle fett klatschen. Herzlichen Glückwunsch, Franklin. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Ich weiß, ich kenne sie zwar nicht und ich habe sie vorher noch nie gesehen, aber gut, wir wechseln jetzt in Franklins Perspektive. So, das ist, Freunde, übrigens Celeste, Leute. Wirklich schönes Outfit. Sie ist auch tatsächlich sehr schön. Ich meine, auch das Outfit, die Haare, die Ohrringe, alles top, muss ich sagen. Also Franklin, hast dir wirklich eine schöne Frau ausgesucht. Okay, Leute, vielen Dank. Ich muss allerdings kurz und unterbrechen. Wir haben nämlich jetzt sehr, sehr früh gebucht und zwar müssen wir jetzt sofort zu den Flitterwochen, weil sie gesagt haben, Check-in ist um 13 Uhr. Sorry, ihr müsst ohne uns feiern. Geht mal dorthin, genießt die Feier, okay? So, dann machen wir uns mal auf den Weg mit unserer frischen Frau. Leute, Franklin ist so happy. Er ist einfach so happy. Okay, wir steigen ein. Auf geht's in die Flitterwochen. Ich bin schon gespannt. So, passt es rein? Passt alles? Ja, passt alles. Steht nur ein bisschen ab, aber ich glaube, das wird nicht während der Fahrt abreißen. Das ist so ein Sicherheitsgurt. So, jetzt fahren wir hier raus. Einfach schön, Leute. Einfach schön. So, lasst uns hier raus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh mein Gott, Leute. Ist das nicht ein schöner Ort für die Flitterwochen? Guckt euch das mal an. Wir haben sogar ein Jetski hier. Oh mein Gott, ich muss auf das Jetski drauf. Komm mit drauf. Kommst du mit auf das Jetski? Yes, Leute. Wir fahren auf dem Jetski in unserem eigenen Teich. In unserem Ferienhaus für die Flitterwochen.
Ist das cool. Oh Mann, Alter, das ist richtig nice. Schauen wir uns die Location mal ein bisschen genauer an. So, Franklin. Wow, bloß nicht ins Wasser. Ist egal. Spring ruhig ins Wasser. Komm ruhig wieder hier hoch, okay? Achso, sie will noch eine extra Runde machen. Okay, dann lassen wir sie mal eine extra Runde schwimmen. Oh, ist das schön, Leute. Das sieht ja übelst heftig aus. Ich glaube, hier ist dann das Bad. Wir haben sogar, Leute, hier einen Spiegel. Alles schön eingerichtet. Ventilator, Spider-Man-Poster. Hier ist ein riesiges Bett, Leute. Oha, das ist wirklich heftig. Und dann auch noch diesen Ausblick, Leute, mit diesem Balkon. Ich muss sagen, das ist wirklich over the top, richtig next level, Leute. Und dann auch noch eine schöne Dusche, Leute, mit so einem Ausblick. Ist dort ein Fenster? Ja, es ist ein Fenster da. Leute, damit würde ich auf jeden Fall sagen, ich lasse die beiden jetzt erstmal ihre Flitterwochen genießen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr es Franklin gönnt. Vergesst nicht, diesen Kanal übrigens kostenlos zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID Zock ist raus, haut rein von uns, ciao!